Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du heute wieder einschaltest. Heute geht es auch mal wieder um Sockenwolle und ja, um eine etwas besondere Sockenwolle, nämlich um Sechsfach-Sockenwolle. Opal bringt ja nicht so viele Sortimente in Sechsfach raus und ja, ich habe die Fantastic Sky neu ins Lädchen bekommen und da möchte ich dir alle neuen Farben vorstellen. 8 neue Farben habe ich ins Lädchen bekommen und total schöne sind dabei. Ich stelle sie dir gleich alle vor. Erstmal zur Sechsfach-Sockenwolle. Die ist natürlich ein bisschen dicker als Vierfach-Sockenwolle, ist klar. Ist natürlich dann auch wärmer an den Füßen. Und viele Kunden tragen die sogar in Schuhen, wenn sie wirklich sehr, sehr ja, kalte Füße haben. Man kann sie aber auch gut in Gummistiefeln anziehen. Oder natürlich auch, wenn einem die zu dick sind für normale Schuhe oder für Winterschuhe, dann kann man sie natürlich auch auf dem Sofa ganz gut anziehen. Ja, und dann so kalten Füßen vorbeugen. Sechsfach-Sockenwolle. Wird natürlich ein bisschen anders gestrickt, sage ich mal, von der Maschenanzahl her als ja, Vierfach-Sockenwolle. Das heißt, wenn du daraus Socken stricken möchtest, dann musst du natürlich auch gucken, wie viel Maschen musst du dann aufnehmen. Dafür gibt es so ganz, ganz tolle Tabellen von Opal. Das finde ich total toll. Die haben für Vierfach, Sechsfach und Achtfach haben die da ihre Tabellen. Da kann man halt gucken, je nachdem, ich will Größe 38 stricken, habe jetzt Sechsfach Wolle, was muss ich denn da überhaupt für Maschen aufnehmen? Finde ich total super. Also wenn du im Lädchen bist, dann frag super gerne nach diesen Tabellen, dann händigen wir die auch gerne dazu aus. So, jetzt geht's los. Bei der Sechsfach-Sockenwolle haben wir ja immer 150 Gramm und nicht nur 100, damit man da auch wirklich zwei Socken halt rauskriegt, also ein paar Socken. Und bei der Fantastic Sky gibt es 8 neue Farben und die stelle ich dir jetzt einfach mal vor. Trommelwirbel, jetzt zeige ich dir die neuen Farben. Also die habe ich ja schon in die Kamera gehalten und wie immer bei Opal haben die halt total coole Namen. Also das hier ist Farbe 11221 und die heißt Leuchtender Sternregen. Ich halte sie mal ein bisschen näher rein. Das ist halt so Türkis, Blau, das ist so ein ganz helles Grau, ein bisschen ganz helles Lila, aber auch mit einem Graustich drin. Also finde ich sehr, sehr schön. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Und du kannst natürlich auch in meinen Online-Shop gucken, um dir die Farben nochmal richtig ja, anzugucken. Die finde ich total cool, weil die so mega poppig ist. Das ist ein richtig krasses Gelb mit Lila, mit Blau, mit Orange. Ziemlich cool. Und ich weiß nicht, ob du schon das Video von mir gesehen hast, wo ich erzähle, dass mein erstes Strickstück was mit Gelb und Lila war. Und daran habe ich halt rechte Maschen geübt. Und meine Oma ist dann vom Glauben abgefallen. Meint nur so, mein Gott, Sabrina, du kannst auf keinen Fall Lila und Gelb kombinieren. Und das habe ich ihr damals schon gesagt. Doch, das kann man und das sieht gut aus. Und genau das hat Opal hier auch gemacht. Finde ich total cool. Die Farbe heißt Versteckte Sonnenwonne. Und das ist 11223. Und so sieht der Socken aus, wenn er fertig ist. Und ich finde das gerade total cool. Wenn es im Winter grau in grau ist, dann an so einen Socken zu stricken, das ist ja mega. Da kommt ja so die Erinnerung an den Sommer und an die Sonne wieder hoch. Also deswegen, ich finde die Farbe richtig cool. So, die nächste Farbe, das ist ja ein Türkis, das ist ein Grün, ein Rosa, ein Lila, also auch ziemlich cool. Heißt rasante Bücherreise und das ist die Farbe 11220. Und so sieht die Socke dann aus, wenn sie fertig ist. Auch sehr schön. Dann haben wir jetzt hier noch mal ein bisschen was Pastelligeres. So, ja, dem Winter und vielleicht dem Schmuddelwetter angepasst. Das ist ja so ein Graublau. Das ist ein Grün, Richtung Olivgrün, aber halt, ja, mit so einem Graustich drin. Dann ist da Braun drin, Beige. Also ein dunkles Beige. Finde ich ziemlich cool. Heißt, schützendes Himmelsdach. Und sieht so aus, wenn es fertig ist. Vier Farben habe ich noch. Also bleib dran und guck es dir unbedingt zu Ende an. Da kommen noch richtig coole Farben. Das ist eher so was Gedeckteres in Blautönen. Das ist ja blau, aber das ist so blaugrau, hellgrau, helles Grün. Richtig schön. Alles mit so einem blau-grau-Stich. So sieht die Socke dann aus, wenn sie fertig ist. Und die heißt Vernebelter Horizont. Ich finde ich. Passt total, weil es irgendwo nach Nebel aussieht. Auf jeden Fall ziemlich cool. So, hier haben wir auch wieder was Knalligeres. Das ist ein richtig schönes, kräftiges Grün mit Blau und mit einem Beige dadurch. Die Socke heißt Schwebende Baumwipfeltour. Das ist 11226 und sieht aus so. Finde ich das auch irgendwie cool.
auch irgendwas, was so ein bisschen das Grau in Grau vertreibt. Hier auch nochmal ein Kracher. Auch richtig coole, fröhliche Farben, finde ich toll. Also ja, die könnte ich mir auch sehr gut als Socke vorstellen. Mittelblau, grün, orange, helleres Grün. Und die heißt, wo ist es? Kuschelige Rosenwolke 11222 und sieht so aus, wenn es fertig ist. Finde ich, die Farbe hat auch was. So, und das ist die Lieblingsfarbe von meiner Tochter. Natürlich mit Pinky. Schön kräftiges Pink, kräftiges Grün, dunkles Blau, ein bisschen helleres Blau. Sieht richtig schön aus. Ist gemütliche Weitsicht und ist 11225. Und das alles sind natürlich die Farben von der Fantastic Sky. In sechsfach, so sieht das aus. Ich hatte auch schon mal eine Sockenwolle, das hatte, war auch von Opal, auch irgendwas mit Sky, ich glaube Magic Sky oder so. Das war mit Glitzer. Also nicht verwechseln, die glitzert hier nicht. Ich werde dir bei diesem Video hier unten den Link zu meinem Onlineshop natürlich verlinken. Da kannst du dir alle Farben nochmal in Ruhe angucken. Und ich habe natürlich auch noch andere sechsfädige Sockenwolle. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, oh, da waren schöne Farben dabei, aber ich möchte unbedingt noch gucken, was Sabrina für andere sechsfädige Sockenwolle hat, schau super gerne in meinem Shop vorbei. Und es lohnt sich auch immer, unter dem Reiter oben Angebote zu gucken. Da kannst du noch das ein oder andere Schnäppchen machen. Also, dann mach's gut, bleib kreativ und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss, deine Sabrina.